Pflicht des Lehrers und der Schüler. Alles Lob gebührt Allah, Herrn der Welten, dem in seiner würdigen Schrift sagt, damit auch Allah diejenigen von euch, die glauben und denen das Wissen gegeben worden ist, der einst um Rangstufen erhöht, Allah ist wohl darüber unterrichtet, was ihr tut. Ich bezeuge, dass es keinen Gott da außer Allah ohne Teilhaber gibt. Und ich bezeuge, dass unser Prophet Muhammad sein anbetender Diener und Gesandter ist. Und nun zum Thema. Wir stehen vor Beginn eines neuen Studienjahres. So bitten wir Allah für unsere Kinder um Erfolg. Zweifelsohne widmet der Islam der Wissenschaft großartige Wert und spezielle Bedeutung. Denn die Wissenschaft ist das Leben der Herzen und Licht der Augen. Der Erhabene sagt, sag, sind etwa die Wissenden den Nichtwissenden gleichzusetzen? Doch nur diejenigen, die Verstand haben, lassen sich mahnen. Die Aufsicht des Islam der Wissenschaft gegenüber stellt sich klar dar, indem das erste geoffenbarte Wort des ehrwürdigen Korans die Aufforderung zum Lesen war, wo der Erhabene sagt, lies im Namen deines Herrn, der erschuf. Er erschuf den Menschen aus einem Blutklumpen. Lies, denn dein Herr ist allgütig, der mit dem Schreibrohr lehrt, lehrt den Menschen, was er nicht wusste. So war der erste geoffenbarte Befehl das Lesen, was auf ihre Bedeutung hinweist. Ein Rat an den ernsthaften zukünftigen Studenten, der nach Übersee will, um den Islam zu studieren. Wir haben Bilder in unseren Köpfen, uns in den Minarten von Medina zu sonnen oder im Schatten des Hofes der Azhar zu sitzen oder in einem Dorf in Mauretanien zu knien oder in der Moschee in Dioband zu sitzen und den Erben des Propheten zuzuhören, den Gelehrten, die uns ihre Erbe übermitteln. Viele fiebern den Tagen entgegen, an denen sie in der Lage sein werden, nach Wissen zu streben und in ihrem Glauben zu wachsen. Viele von uns haben jedoch, obwohl sie behaupten, Wissen zu lieben, und beabsichtigen, eines Tages danach zu streben, einen schwerwiegenden Fehler gemacht, der uns für den Rest unseres Lebens behindern könnte, wenn wir Angelegenheiten böse glauben oder uns zumindest von dem abhalten wird, was wir hätten erreichen können. Wie? Während unseres Traubens von der Zukunft, unseres Hoffen darauf, in Zukunft zu studieren, unsere Pläne nach diesem segensreichen Leben spendenden Wasser zu streben, haben wir es voll und ganz und leichtsinnig vernachlässigt, in der Gegenwart nach Wissen zu streben, im Hier und Jetzt. Zeit ist der Kern des Lebens, die Sphäre, in der der Mensch lebt, die Zitadelle seines Geistes und seiner Existenz, die ihm und anderen nutzt. Viele von uns übersehen unsere lokalen Quellen, Gelehrten, von denen einige Kurheben in den Islamwissenschaften sind, die sie denken, dass sie eines Tages in Übersee sitzen und nach Wissen streben werden. Wenn wir jedoch wirklich das Wissen lieben würden, wenn wir es wirklich lieben würden, würden wir es uns dann nicht zum Ziel setzen, jeden Tropfen zu erlangen, den wir bekommen können. Wenn wir wüssten, dass etwas vom Erbe des Propheten Allah segne ihm, schenke ihm Wohlergehen in unseren Städten verfügbar ist, würden wir uns dann nicht damit beeilen, ein wenig Zeit in unserem geschäftigten Leben bereitzustellen, um an dessen Segen teilzuhaben. Ist es also das Wissen um die Religion Allahs, das wir lieben, oder haben wir uns in die Reise in ein weit entferntes Land verliebt, in dem wir denken, Erleuchtung zu finden? Ist es das Wissen
um die Sunna des Propheten, Allah segne ihn und schenke ihm Wohlergehen, das wir lieben, oder die Romantik, das Geheimnisvolle, der Reiz und das Abenteuer, an einem Ort zu gehen, an dem wir denken, uns von unserem Leben trennen zu können und etwas Rechtleitung zu finden. Wenn wir das Wissen erstreben würden und nicht lediglich das Abenteuer unserer Wünsche zu erfüllen, würden wir dann nicht in unsere eigenen Städte und Ortschaften zum Wissen eilen, genauso wie wir zum Gebet eilen, wenn der Muezzin auf zum Erfolg ruft. Wenn es in unseren Städten und Ortschaften Gelehrte, Organisationen und Lernzirkel gibt, im Internet Quellen mit Live-Lernen zur Verfügung stehen, so viel Reichtum zum Anfassen, wie kann ich dann behaupten, dass ich mehr Wissen wünsche? Ist jedoch übersehen, wenn es mir zu Füßen gelegt wird, die Zeit rennt dir und mir davon, jede Sekunde. Und jede Sekunde, die wir uns nicht darum bemüht haben zu lernen, ist Zeuge gegen unsere Aussage, ich liebe es, etwas über Allahs Religion zu erfahren. Jede Sekunde, in der wir den einen oder anderen Grund fanden, um ich mag keinen Gelehrten in meiner Umgebung zu sagen, ist eine weitere Sekunde, die gegen unsere Aussage, ich würde gerne den Islam studieren, Zeuge ist. Antworten unser Herzen nicht weinend auf jeden Koranvers, den wir auf Arabisch hören und nicht verstehen. Wenn ich dich doch nur verstehen könnte, wie könnten wir dann, wenn wir wissen, dass dieses Wissen in unseren Städten im Westen zur Verfügung steht, festlegen, dass andere Dinge wichtiger sind und nicht zumindest etwas Freizeit dafür vorsehen, dieses Wissen zu erlangen. Möglicherweise würden wir einfach nicht auf diese Quellen aufmerksam gemacht oder wir dachten, sie seien nicht vorhanden. In diesem Fall ist es kein Problem, so Allah will, können wir die Anstrengungen übernehmen, sie auswendig zu machen, uns ihnen anzuschließen und unser Verständnis hinsichtlich der Religion Allahs zu erweitern. Es ist verständlich, dass viele von uns in ihrem Leben dem Verdienen des Lebensunterhalts nachgehen, Familien ernähren und sich bilden müssen. Allerdings haben wir unsere Freizeit, die Wochen, die uns in unserem Urlaub zur Verfügung stehen, die Wochenenden, die Pendelzeiten zur Schule oder zur Arbeit, die Augenblicke im Auto. Wir haben sie verworfen, als gäbe es sie nicht, um Wissen zu erlangen. Kostbare Sekunden des Lebens und Atmens, die uns geschenkt werden. Wenn wir verstehen würden, was es bedeutet, nach Wissen zu streben, wie Muhammad ibn al-Hasan al-Shaybani, der große hanafitische Rechtsgelehrte und Mitgründer der Rechtsschule, ist tat, dann würden wir beim Lesen der Bücher des Wissens einnicken, wie es bei ihm geschah. Und jedes Mal, wenn wir von einem Fach gelangweilt wären oder wir uns schläferig fühlten, würden wir von einem Einnicken ins andere fallen, bis der Schlaf uns übermannen und wir kaltes Wasser benutzen würden, um wach zu bleiben. Wenn wir verstehen würden, dass das Streben nach Wissen keine einjährige, zweijährige oder fünfjährige Odyssee ist, sondern eine Verpflichtung, jeden Tag unseres Lebens unser Religionsverständnis zu erweitern, dann würden wir uns die Zeit nehmen, uns selbst zu organisieren, einen Gelehrten aufzusuchen, einen Lernzirkel, eine Organisation, ein System, das uns aufnehmen und in einer organisierten, methodischen und zielorientierten Art und Weise ein besseres Verständnis bieten könnte. Wir müssen uns selbst fragen, bin ich wirklich so beschäftigt, dass ich keine Zeit habe und dies ist möglich
Oder bin ich faul oder bin ich so hochmütig, dass ich den Bildungsstand, den Sprachstil oder die Meinungen der Gelehrten in meiner Umgebung nicht mag und deshalb nichts von ihnen annehme? Gepriesen sei Allah, liebe Brüder und Schwestern. Wir haben so viele Quellen, um in unserer Freizeit so viel zu lernen. Lasst uns die Absicht fassen, sie zu nutzen. Wir sind in die Falle geraten, das Streben nach Wissen als ein Ergebnis, als ein Ereignis oder eine Lebensphase zu betrachten, als ein Zukunftsstreben, anstatt als eine Pflicht, eine Liebe, eine Aufgabe, der wir uns von jetzt an bis zu unserem Todestag annehmen sollten. Ein Prozess der Selbstverbesserung, der von heute an bis zu unserem letzten Atemzug angestrebt werden sollte. Und in dieser Falle haben wir all die vielen Möglichkeiten ignoriert, unser Verständnis von seiner Religion zu mehren. Ich bitte Allah für euch und für mich um Vergebung. Alles Lob gebührt Allah, Herrn der Welten. Geschwister im Islam, es ist die Sunna der Gelehrten und der rechtschaffenen Vorfahren, zuerst im eigenen Umfeld nach Wissen zu streben und dazu reisen. Und dies ist die vernünftigste Wahl eines Studenten. Wir sollten uns der Macht des Segens und der Großartigkeit des Reisens um des Wissens willen bewusst sein. Wahrhaftig, laut dem Propheten, Allah segne ihn und schenke ihm Wohlergehen, bitten und beten der Fisch in den Meeren und die Tiere auf dem Festland für den reisenden Studenten des Wissens. O Allah, wir sollten jedoch auch wissen, dass es eine Tradition der Gelehrten ist, zuerst so viel Wissen wie möglich bei den Menschen aus ihrem Umfeld zu erlangen und dann zu reisen, um ihr Wissen zu mehren. Die Menschen, die ernsthaft studieren möchten, und um den Koran in dessen eigener Sprache zu verstehen, sollten wissen, dass es viele grundlegende Wissenschaften wie beispielsweise Grammatik und Grundwortschatz gibt, die zu einem höchst annehmbaren Niveau erlernt werden können. Indem man in den vielen Einrichtungen im eigenen Umfeld studiert, besonders in Großstädten mit großer muslimischer Bevölkerung. Warum zu einer großen Universität gehen, um das einmal eins zu erlernen? Wenn man dorthin gehen kann, um Ingenieurwissenschaften zu studieren. Doch wenn wir zu faul sind, die Grundlagen zu Hause zu erlernen oder nicht die Disziplin aufzubringen können, in unserem Leben Platz dafür zu finden, dann ist es unser eigener Verlust. Wie unser Lernmeister Imam sagte, die Methode der gelehrten rechtschaffener Vorfahren bestand darin, in ihrem Umfeld nach Wissen zu streben und es dann anzuwandern, darauf zu warten, in Übersee bei Gelehrten zu studieren, könnte ein Zeichen dafür sein, dass einem an Aufrichtigkeit für das Wissen fehlt, da man an diesem Punkt möglicherweise seinen sehnsüchtigen Wünschen anstatt dem Wissen nachgeht. Mit anderen Worten, wenn man im Streben nach Wissen aufrichtig ist, dann wird man es selbst in Kansas suchen. Wenn man zudem das Wissen liebt, dann wird man es nehmen, woher man kann, wie Moses, Friede sei mit ihm. Mit anderen Worten, beim Versagen, lokale Quellen zu nutzen, könnten das größte Anzeichen für seelische Verstimmung, intellektuelle Mängel und Augendienerei sein. Es sind unsere ureigenen Sekunden, die verstrichen sind, ohne ein tieferes Verständnis von Allah und seiner Offenbarung erlangt zu haben. Unsere ureigenen Gebete sind mit Versen absolviert, die wir nicht verstehen könnten. Deine Motivation. Stell dir vor, dass du im Ramadan, im Tarawih-Gebet, zusätzliches freiwilliges Gebet nach dem Nachtgebet im Ramadan stehst.
Und jeder Vers, jedes Wort dir seine Bedeutung offenbart und dir die Botschaft vermittelt, die dein Herr dir gab. Stell dir vor, die Bedeutung der Worte zu verstehen und stell dir vor, wenn du sie hörst, zu verstehen, was dein Herr von dir verlangt. So Allah will, meine geliebten Brüder und Schwestern, wird dies, wenn wir uns bemühen, für uns Realität werden, doch wir müssen es uns verdienen. Nur bei Allah ist Beistand zu suchen und auf ihn ist Verlass. Es gibt weder Macht noch Stärke außer durch ihn, und Allah weiß es am besten.